Melodie sein? Hätten Sie es wiedererkannt? Naja, es klingt natürlich ein bisschen anders, wenn die anderen es spielen. Die anderen, das ist die Beat-Gruppe, von der wir im Laufe der Sendung noch hören werden. Meine Melodie präsentiert Ihnen wie immer bekannte Künstler und wir hoffen, Ihre musikalischen Wünsche damit zu erfüllen. Dann haben wir wieder Publikumsgäste im Studio und noch etwas. Unter der Post, die bei uns einging, sind immer wieder Briefe von Leuten, die uns aus irgendeinem Grund allgemein interessant erscheinen. Einige von ihnen haben wir heute zu uns gebeten und wir werden sie Ihnen vorstellen. Und nun viel Vergnügen bei Meine Melodie. Unsere ersten Gäste sind Fräulein Gloria Sattler, Flugkapitän Klaus Eitner und Karel Gott. Karel, Sie sind beruflich sehr viel unterwegs. Sind Sie schon einmal mit einem dieser neuen Jumbo-Jets geflogen? Leider noch nicht. Flugkapitän Eitner gehört nämlich zu den privilegierten Kapitänen, die jetzt auf diesen neuen Flugzeugtyp umgeschult werden. Was wird sich für Sie ändern? Wir haben hier hinter uns die 4 Düsenmodelle, die von unserer Gesellschaft geflogen werden. Und man sieht, dass die 747 oder der Jumbo-Jet bedeutend größer als die anderen Maschinen ist. Mhm. Die Sitze der Piloten sind bei ausgefahrenem Fahrwerk 9,50 Meter über dem Erdboden. Und das ist zunächst mal rein trainingsmäßig eine Höhe, an die wir uns gewöhnen müssen. Mhm. Wie haben Sie da irgendwelche Hilfen, also Fernsehkameras unten drin? Oder nein, so wir haben keine Fernsehkameras, aber wir haben ein Radiohöhenmesser eingebaut und machen ja den Endanflug und die Landung normalerweise von Hand. Wenn wir können auch automatisch landen unter gewissen Umständen, aber normalerweise wird von Hand gelandet. Und das ist eine Frage des Trainings und der Gewohnheit, dass wir uns an diese Höhe in dem Cockpit gewöhnen. Wenn man normalerweise, Sie haben vorher wahrscheinlich die 707 geflogen, ja. Wenn man da die Verantwortung für 150 oder so Passagiere hat und jetzt auf einmal, wie viel gehen in die neue rein? Wir fliegen sie zunächst mit 365 Passagieren. Also ungleich mehr Menschen, die praktisch in ihrer Hand sind. Hat man da ein anderes Gefühl dabei? Für den Piloten ist es gleichgültig, ob er 10 Menschen hinter sich hat oder 350 Menschen. Die Verantwortung für Menschenleben ist die gleiche. Und dieses Problem steht also unterschiedliche Verantwortung überhaupt nicht. Mhm. Wir gehen mit Verantwortungsbewusstsein an die Sache heran und versuchen, so gut wie möglich die Passagiere und so sicher wie möglich an ihren Zielhafen zu bekommen. Mhm. Man hat von dem Jungfernflug der 747 einige Berichte gelesen und unter anderem, glaube ich, die haben so ein bisschen Pech gehabt dabei, wurde erzählt, dass ein Triebwerk sich erhitzt hätte durch irgendeine Seitenböe und so ist das jetzt abgestellt. Das ist abgestellt. Es war am Start in New York, dass ein Triebwerk höhere Temperaturen zeigte, als sie zulässig sind. Der Kapitän ist daraufhin zurückgerollt. Und da hier bei diesem Eröffnungsflug die Augen der gesamten Weltpresse auf dieses Flugzeug gerichtet waren, ist das natürlich sehr publik geworden. Aber ja. Triebwerksausfälle kommen öfter mal bei allen Maschinentypen vor. Und wenn man es vor dem Start bemerkt, dreht man um und wechselt die Maschine oder das Triebwerk. Und wenn man es im Flug bemerkt? Und wenn im Flug ein Triebwerk ausfällt, so ein großes Flugzeug fliegt mit 3 Triebwerken genauso gut wie mit 4. Und auch die Piloten werden ja entsprechend vorher darauf trainiert. Das ist also keine Schwierigkeit. Ja, sehr beruhigend. Frau Sattler, sind Sie schon mal geflogen? Nein, ich bin noch nicht geflogen. Würden Sie gerne mal? Ja, ich würde auch in so einem großen Vogel? Ja, ich hätte nie Angst. Nicht. Was machen Sie denn so, ich meine, als Hobbys? Hobbys? Ich liebe Musik und tanze leidenschaftlich gerne und viel. Moderne Tänze, also Beat und so, oder? Ja, ich bin in meinem Juniorenclub und wir tanzen alles, aber auch sehr viel Beat.
Aha. Also auch so richtig so mit richtig. Röckchen und Turniertanz und das alles? Soweit sind wir nicht. Wir tanzen hauptsächlich Formation, macht uns am meisten Spaß. Mhm. Sind einstudiert 6, 8 Paare, die Charleston oder ein Ball um 1900 macht uns viel Spaß mit Seven also Tänzen in einem. Schon zusammen. Also richtig gelernter Tanz sozusagen. Gelernt, ja. Ja, Musik, Karel Gott. Sie kommen, glaube ich, von einer Tournee zurück und Sie haben, glaube ich, weitere Tourneen demnächst vor. Haben Sie ihn übrigens gehört, als in Frankfurt gesungen hat? Nein, in Frankfurt, ich war nicht da gewesen. Sie waren gerade nicht da. Warum macht das ein Sänger? Warum unterzieht man sich der Strapaze einer solchen Tournee? Ich mache eine Tournee, damit ich meinem Publikum persönlich mein Repertoire vorführen kann, ja, und nicht nur die gewünschten Lieder, die von den Schallplatten. Mit anderen Worten, Sie zeigen mehr als das, was man normalerweise, ja, von Ihnen weiß. Und vielleicht ergibt sich die Chance, dass die dann das nächste Mal bei Ihrer nächsten LP, dass Sie da verschiedene Arten von Nummern neu hinzunehmen, die man jetzt noch nicht von Ihnen kennt. So meinen Sie das, ja? Ja, weil Tournee, ein Sänger singt beim Tournee 2 Stunden, ganze 2 Stunden. Und damit hat sehr gute Gelegenheit, alles zeigen. Ja, und wir werden jetzt das Lied von Ihnen hören, was sich Fräulein Sattler besonders gewünscht hat, Wie ein Stern in der Nacht. Wir freuen uns sehr darauf. Wie ein Stern in der Nacht, so bist du für mich. Wie ein Stern, hell und klar, so ist deine Liebe. Kann ich bei dir sein, ist jeder Tag ein Tag wie im Mai. Nur mit dir allein geht meine Einsamkeit vorbei. Wie ein Stern in der Nacht zeigst du mir den Weg. Und ich geh neben dir diesen Weg zu Ende. Kann ich bei dir sein, ist jeder Das war Karel Gott und nun zu Lale Andersen, deren Lieder nicht nur an der See gern gehört werden, zum Beispiel von Kapitän Cooper, sondern auch im österreichischen Bergland, wo Herr Wolbrich zu Hause ist. Lale, Sie sind auf die Insel Langeoog in Ihr Haus wieder umgezogen im Frühjahr jetzt und ich kann mir vorstellen, das ist sehr ruhig und stimmungsvoll dort. Wie sieht so ein Tag für Sie aus? Na, wenn man so nah am Meer wohnt, dann beginnt der Tag meistens auch am Meer mit einem Spaziergang. Später, wenn es wärmer ist, dann mit einem Bad. Und dann geht man heim und frühstückt, recht schön, mit Zeit, im Kreis der Familie oder der Freunde. Und dann geht es ans Klavier oder an den Schreibtisch.
Und der weitere Tag verläuft eigentlich genauso wie in der Stadt, bis zum Abend, wo man das Kaminfeuer anzündet und es so richtig genießt, wenn es draußen noch stürmt und der Wind heult und man hat es drin so schön warm und behaglich. Und bei Ihren Spaziergängen kommen Sie an einem Haus vorbei, wo Kapitän Cooper Dienst tut. Ich glaube, das müssen wir erklären. Kapitän Cooper ist Kapitän des Seenotrettungskreuzers Langeoog. Ein Seenotrettungskreuzer, Herr Kapitän, was ist das eigentlich? Wie ist der gebaut? So ähnlich wie ein Schlepper? Nein, ist kein Schlepper. Ja, sicher, wir können auch kleine Sachen wie Segeljacht und so weiter abschleppen. Aber in erster Linie ist unsere Aufgabe Rettung Schiffbrüche hier. Also nicht die Schiffe, sondern die Menschen. Ja. Wie viele Menschen können sagen, dass sie Ihnen und Ihren Besatzungen das Leben verdanken? An die 600. Wie läuft so eine Aktion ab, Herr Kuba? Ja, wie läuft so eine Aktion ab? Es geht doch sicher erstmal mit einem Notruf los. Ja, sehen Sie, ich möchte eine Fahrt mal rausgreifen. Und das war Dezember, kurz vor Weihnachten 1954, bekamen wir auch SOS. Einsatz von Seenotleitung Bremen. Norddeich Radio hatte SOS aufgefangen und wir nix wie raus. Schwere Sturm mit Orkanböen und wir fanden einen Hochseefischkutter Malis in schwerer Seenot. Mhm. Mast über Bord, Ruderhaus weg. Und dann ja ran, ja, der Kapitän stand vorne auf dem Schiff, so kleine Böts von Schiffsjungen dabei. Ajo. Und dann kam noch ein Mann zum Vorschein. Tja, da war ja nichts wie nur helfen, helfen. Ja, und die haben Sie gut rübergebracht. Es gelang uns tatsächlich auch noch, das Schiff nach Bremerhaven einzuschleppen. Und das war natürlich ein voller Erfolg. Ja. Wenn man diese Aktionen macht, dann bekommt man natürlich auch Ehrungen. Was würden Sie sagen, war Ihre schönste Ehrung? Ja, eine einmalige Angelegenheit, wird es wohl für immer bleiben, wo ich von Bundespräsident Lübcke und Frau Wilhelmine eingeladen wurde zur Begegnung mit Königin Elisabeth auf Schloss Brühl, zwar am 18. Mai 1965. Es war einmalig. Und Sie durften mit Handschlag habe ich mit Friedrich Philipp 10 Minuten unterhalten können. Fabelhaft. Ja. Ich würde sagen, Sie haben es verdient. Herr Woltrich, Sie sind ein Mann der Berge, nachdem Sie im Salzburgischen wohnen. Haben Sie auch irgendwas mit der See zu tun? Kennen Sie die See überhaupt? Ich kenne schon das Meer. Und zwar mit keinen besonders guten Erfahrungen. Bin mal ein bisschen zu weit rausgeschwommen. Ja. Und dann das Zurückschwimmen nicht stärker eigentlich. Hat man Ihnen geholfen oder sind Sie alleine? Nein, ich bin schon alleine zurückgekommen. Aber Sie haben einen kleinen Schreck zurückgekommen. Einen kleinen Schuck kriegt man. Ja, Herr Kapitän Cooper, Herr Woltrich haben sich gewünscht, dass Lale Andersen ihren neuesten Hit singt. Und er heißt Der Rummelplatz am Hafen. Der Rummelplatz am Hafen, der ist bei Nacht erst schön, wenn seine hellen Lichter vorm dunklen Himmel stehen. Hier sind wir uns begegnet und gingen Hand in Hand durch all die Lichterketten wie durch ein Wunderland. Immer wieder klang vom Karussell unser Lieblingslied herüber und die Nacht war hell. Immer wieder traf sich unser Blick. Doch ich wagte mich zu fragen, kommst du zurück? Dann schriebst du mir 2 Karten aus Brest und aus Bordeaux. Ich solle auf dich warten, das tat ich sowieso. Ging ich mit anderen tanzen, dann dachte ich dabei an dich und unsere Stunden im Lichtermeer am Kai. Immer wieder klang vom Karussell unser Lieblingslied herüber und die Nacht war hell. Immer wieder traf sich unser Blick. Doch ich wagte nicht zu fragen, kommst du zurück? Dann kamen Herbst und Winter mit Stürmen rau und schwer. Der Rummelplatz am Hafen war dunkel nun und leer. Doch weiß ich, mit dem Frühling kommt auch dein Schiff zurück.
und unter bunten Lichtern beginnt ein neues Glück. Immer wieder klingt vom Karussell unser Lieblingslied herüber und die Nacht ist hell. Immer wieder trifft sich unser Blick und ich brauch nicht mehr zu fragen, kommst du zurück? La, la. Achtung, hier ist Norddeich Radio. Achtung, hier ist Norddeich Radio. Wir rufen Marianne Koch. Wir rufen meine Melodie. Achtung, hier ist Norddeich Radio. Hallo? Hallo, ja. Norddeich Radio. Ja. Ja, guten Tag. Wir hören ja. Sie loud and clear. Und wir freuen uns sehr, dass Sie uns helfen wollen, eine Verbindung zu einem Schiff herzustellen, wie das Ihre Funktion ist. Welches Schiff haben Sie gerade dran? Ich habe hier die Tannstein. Das ist ein Frachtschiff. Ja. Würden Sie die Verbindung gleich herstellen? Ja, kleinen Moment bitte. Danke. Hallo, Tannstein. Hier ist Norddeich Radio. Ja, Norddeich Radio ist die Tannstein Delta Lima Alpha Romeo. Hallo? Ja, Tannstein, ich verbinde mal mit Frau Koch im Saarländischen Rundfunk. Bitte sprechen. Hallo? Ja, Funkowitz hier, Eichmann von der Tannstein. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Eichmann. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie hier an der Strippe haben. Das heißt für Sie nur an der unsichtbaren Welle. Herr Eichmann, wo ist die Position der Tannstein im Moment? Die Tannstein befindet sich im Moment im englischen Kanal und wird Dover in circa 2 bis 3 Stunden passieren und läuft dann anschließend nach Rotterdam in den ersten europäischen Hafen, den wir nach unserer Reise von Südamerika Westküste anlaufen. Ja, und dürfen wir auch den Grund wissen, warum Sie Norddeich Radio angepeilt und angerufen haben? Ja, also wir hatten einen ziemlich ausgefallenen Grund. Bei uns an Bord ist ein Besatzungsmitglied plötzlich schwer erkrankt und deswegen mussten wir uns einen Ratschlag vom Funkarzt Norddeich Radio holen. Das tut uns sehr leid, aber wir freuen uns trotzdem, dass wir aus diesem aktuellen Anlass mit Ihnen sprechen können. Haben Sie schon einen ärztlichen Ratschlag bekommen über Norddeich Radio? Ja, das Gespräch ist bereits gut verlaufen und man hat uns mehrere Anweisungen gegeben. Und scheinbar ist es doch nicht so schlimm und wir werden den Mann wohl noch auf den Beinen halten, bis wir morgen früh um 6 in Rotterdam einlaufen. Das freut uns sehr. Herr Eichmann, interessiert es Sie zu erfahren, wer hier mit mir im Studio sitzt in unserer Sendung? Ja, sicher, es würde mich sehr interessieren. Das ist einmal Herr Luttmann, den Sie sicher von Norddeich Radio kennen. Dann sitzt hier Graham Bonney, der Ihnen sicher auch ein Begriff ist. Und dann ist unser Publikumsgast, Frau Ursula Günthert, noch neben mir. Und die haben sich alle sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Und wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns dieses Gespräch ermöglicht haben. Und bitte gute Besserung an Ihr Besatzungsmitglied. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich grüße alle bei Ihnen im Studio. Und danke. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung Meine Melodie. Danke vielmals. Dankeschön, Alfa. Ja, Herr Luttmann. Sie sind Funker bei Norddeich Radio. Was ist das für, was ist die Funktion von Norddeich Radio, ganz allgemein gesehen? Ich möchte sagen, wir haben 2 Funktionen. Ja. Erstmal eine, wir sind eine Dienste der Deutschen Bundespost. Ja. Haben wir auch eine postalische, vermitteln und weiterleiten von Telegrammen und Gesprächen. Mhm. Dann natürlich die Sie ansprechen. Die dient eben der Sicherheit menschlichen Lebens auf See. Ja, in diesem Fall haben wir gerade einen ärztlichen Ratschlag gehört. Genau. Dann hat Kapitän Cooper vorhin etwas anderes, nämlich die Weiterleitung von Notrufen angesprochen. Ja, wir beobachten eben die Notfrequenzen, Tag und Nacht, rund um die Uhr, wie man sagt. Ja. Und falls wir in unserem Bereich einen Notruf auffangen, leiten wir ihn an die nötigen Instanzen, die eben Hilfe leisten können. Weiter. Wie eben bei Herrn Cooper die Gesellschaft Rettung Schiffbrüche hier weiter. Ja. Wie weit ist die Reichweite von... Ja. Theoretisch können Sie von allen Meeren der ganzen Welt mit Norddeich Radio telegrafieren oder telefonieren. Und diese Privatgespräche, von denen Sie gesprochen haben, das sind Gespräche von Personen auf Schiffen mit ihren Angehörigen zu Hause? Genau. Oder wenn der Kapitän mit seiner Reederei sprechen will, privat und im Schiff, ja. Dienstgespräche oder Telegramme, wie wir ja. sagen. Eine interessante Tätigkeit für Sie. Was macht der private Herr Luttmann gerne? Ja, der private Luttmann fährt auch gern zur See. Ja. Allerdings nur auf einem kleinen Schiff. Wir haben ein kleines Motorboot, mit dem ich mit meiner Frau und meinem Jungen auf der Nordsee oder auf dem Wattenmeer herumfahre. Danke Ihnen vielmals. Graham Bonney, ich weiß, Sie sprechen recht gut Deutsch schon. We'll try. Sie lernen in der Zwischenzeit. Ja, ja.
Würden Sie den Zuschauern unter unseren Zuschauern, die eben nicht Ihre Fans sind und genau über Sie Bescheid wissen, einmal erzählen, wie das mit Ihrer Karriere angefangen hat? Oh, wann ich war 4 Jahre, ich habe zu einer Bühnenschule gegangen. Bühnenschule? Das ist für Steppe und ja. Filmkabarett. Ich weiß, das gibt es in England, dass man da also gleichzeitig Schulunterricht hat und auch diese ganzen Fächer gelehrt bekommt, ja? Und ja, ich war da vor 8 Jahren. Mhm. Und dann, wann ich war 16. Sexy? 16? Behave yourself. 16. Ich habe meine erste Gitarre. Ja. Und dann, ich habe gespielt, in einer Kapelle gespielt für 3 Jahre. Mhm. Und das war nichts gut für mich. Die Geld war 5 Ways. Mhm. Ich denke, ich gehe alleine. Ich bin hier, Graham Bonney. Ja, Hi, wir freuen uns darüber. Und besonders freut sich Frau Günthert. Sie haben Kinder, Frau Günthert? Ja, 3. Wie alt sind die? 2,5, 1,5 und 2 Wochen. 2 Wochen. Ja. Ihr Akzent klingt ein bisschen schweizerisch. Sie sind Schweizerin? Ja, ich bin Schweizerin. Und verheiratet? Ja. Mit einem Deutschen? Deutschen. Mhm. Ja. Und was ist der von Beruf? DB-Angestellter. Und Sie freuen sich jetzt sicher genauso wie wir, dass Graham Bonney singt Hey Little Lady. Ja. Oh yeah. Augenblau und Haare blond und in Mini-Kleid. So gehst du vorbei an mir und hast nie mehr Zeit. Ich frag dich Tag aus Tag ein, warum bist du so allein? Sei doch mal ehrlich, wär das nicht herrlich, mal verliebt zu sein? Hey little lady, geh nicht so stolz vorbei. Hey little lady, sonst geht mein Herz entzwei. Hey little lady, du bist doch nicht aus Stein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht herrlich, mal verliebt zu sein? La 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 la. Sei doch mal ehrlich, wenn das nicht herrlich, mal verliebt zu sein. Deinen roten Mund, den hätte ich so gern geküsst. Denn ich glaube nicht, dass du nur ein Eisblock bist. Ich frag dich Tag aus Tag ein, warum bist du so allein? Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein? Hey little lady, geh nicht so stolz vorbei. Hey little lady, sonst geht mein Herz entzwei. Hey little lady, du bist doch nicht aus Stein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein? Hey little lady, sonst geht mein Herz entzwei. Hey little lady, du bist doch nicht aus Stein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein. Sei doch mal ehrlich, wär das nicht ehrlich, mal verliebt zu sein. Ich möchte Ihnen jetzt unsere nächsten Gäste vorstellen. Fräulein Gudrun Sündler, Herr Heinz Degen und Gerd von der Gruppe Die Anderen, die Sie schon zu Beginn der Sendung gehört haben. Gerd, woher kommt der Name Die Anderen? Wir suchten wie wahrscheinlich alle Beatgruppen einen ausgefallenen Namen und merken, dass das Ausgefallene eigentlich sehr nahe lag. Das Gros der deutschen Beatgruppen trägt einen englischen Namen, wir nahmen einen deutschen. Mhm. Das war schon etwas anderes daher, Die Anderen, kann man sagen. Sie haben gerade eine große TV-Show gemacht und ich glaube, Sie haben auch sonst große Pläne. Würden Sie da ein bisschen erzählen? Wir werden jetzt ebenso wie bei diesem Fernsehfilm für einen Kinofilm diesmal die Musik schreiben, der international, das heißt also auch in Amerika. Fräulein Sündler, wenn die anderen jetzt auf die Idee kämen, sich die Haare abschneiden zu lassen, so à la John Lennon, was würden Sie da sagen? Oh nee, ich glaube, das wirkte imitiert und ich glaube auch, dass sie mir so besser gefallen. Wie alt sind Sie? 18 Jahre.
Sind Sie eigentlich alt genug, einen Führerschein zu haben? Ne? Ja, ich habe vor, den jetzt im Frühling zu machen. Ja? Mhm. Wir haben hier einen Experten. Herr Degen ist bei der Straßenwacht. Und ich glaube, er kann Ihnen und allen angehenden Autofahrern ein paar gute Tipps geben. Worauf müssen Anfänger besonders achten, Herr Degen? Anfänger sollten nicht zu schnell sich zu sicher fühlen, sondern genau dann, wenn sie glauben, sie können Auto fahren, besonders vorsichtig sein, sonst können sie ins Auge gehen. Mhm. Und das, was den meisten Anfängern zu schaffen macht, ist die Mechanik des Autos an sich. Auch da sollte das Routine werden, damit man die Zeit hat, um sich auf die Umwelt, auf die fahrende Umwelt einzustellen. Aber dazu bedarf es eben einer ziemlichen Übung, nicht? Ja. Damit das alles unterbewusst ja, wird. Ja, man muss also ständig in Übung sein, man muss Spaß am Autofahren haben. Mhm. Haben Sie eigentlich Schwierigkeiten, Leute zu bekommen für die Straßenwacht, für diese Engel der Landstraße? Eigentlich nicht, nur in ganz besonderen Industrieballungszentren. Mhm. Sind das hauptberufliche Engel sozusagen? Ja. Das ist ein Beruf, der einem auch voll und ganz ausfüllt und der auch die Zeit voll und ganz in Anspruch nimmt. Gerd, haben Sie schon einmal und Ihre Gruppe Erfahrung gemacht mit der Straßenwacht? Oh ja, wir haben schon sehr viele Pannen gehabt. Ja. Und waren die immer dann rechtzeitig ja, zur Stelle? Doch, wir haben sehr oft Hilfe bekommen und es wären bestimmt einige Gastspiele ausgefallen, wäre die Straßenwacht nicht da gewesen. Mhm. Ich habe allerdings eine Frage, man hat mir gesagt, die Straßenwacht sei nicht 24 Stunden im Dienst. Wir haben schon mal eine Panne gehabt, wo uns also, wie gesagt, nicht geholfen werden konnte. In der Nacht, stimmt das mit den nicht 24 Stunden? Das stimmt nur zum Teil. In den deutschen Großstädten ist die Straßenwacht 24 Stunden da. Draußen auf dem flachen Land nur 12 oder 14 Stunden, je nach Verkehrslage. Aber die Straßendienstwerkstätten stehen Ihnen dann nach der Dienstzeit zur Verfügung. Gerd, wären Sie jetzt so liebenswürdig, zu Ihren Freunden rüberzugehen, mit denen Sie schon seit 2 Jahren spielen? Ja. Dankeschön. Ich habe in Ihrem Fotoalbum geblättert, Herr Degen, und da ist ein Bild, was mich völlig verwirrt hat. Da zeigt es Ihren Wagen, der ein Pferd verfolgt. Was war denn das? Da hat ein Reitclub seinen Sonntagsmorgensritt gemacht und dabei ist eine Dame vom Pferd gefallen. Und das Pferd lief unglücklicherweise auf die Autobahn. Ja. Wir haben nach hinten den Verkehr abgesichert und das Pferd verfolgt, um es anzuhalten. Mhm. Das gelang aber erst, nachdem das Pferd nach 13 Kilometern die Autobahn verließ, genau wie ein normales Auto, und dann an der Ausfahrt zu stehen kam. Danke vielmals. Und jetzt freuen wir auf die anderen und Little Little. Explaining I would be a
Stellvertretend für alle, Sie werden lachen, sowas gibt's, Kavaliere am Steuer, haben wir jetzt Herrn Alois Zenner in unserer Runde, dann Sif Malmquist und Ihren Verehrer Jens Leimig. Herr Zenner, wofür haben Sie diese Auszeichnung Kavalier der Straße bekommen? Ich kam während meinem Verkehrsunfall darüber zu, als zwei Personen waren frontal aufeinander stießen. Ja. Und wir leisten sofort erste Hilfe. Ja. Und benachrichtigten Arzt, Krankenwagen sowie die Polizei dazu. Als dann das Unfallkommando sowie Krankenwagen eintrafen und die Schwerverletzten abtransportiert wurden in das Krankenhaus, lud ich die drei weiter in meinen Wagen und fuhr sie zur nächsten Klinik. Und dafür gab es dann diese Auszeichnung. Was haben Sie normalerweise im Wagen, um erste Hilfe leisten zu können? Was gerade notwendig ist, das ist die Apotheke. Ja. Abschleppseil, Warndreieck. Was man eben so braucht. Herr Leimig, haben Sie das auch in Ihrem Wagen? Ja, natürlich. Wie jeder gute Autofahrer. Sie haben mir vorhin erzählt, dass Musik sehr viel in Ihrem Leben bedeutet. Spielen Sie ein Instrument? Ja, Gitarre. Und was noch? Was machen Sie noch? Aber nicht besonders gut, ja. Gitarre nicht ich hatte gut? Eine, nein, nicht besonders gut, ja. Kleine Combo hatte ich auch schon. Ja? Ja. Wir haben auch ein Jahr lang gespielt, bis die Beatwelle kam. Und Sie haben auch gesungen, nicht? Ja, gesungen habe ich auch gern. Ja, und auch noch, heute noch. Haben Sie auch so ein bisschen Ambitionen? Ja, natürlich. Ja? Ja. Könnten Sie vielleicht hier mal so ein paar Takte singen? Irgendwas? Ja, versuchen könnte ich es, ja. Vielleicht etwas, wo die Sif mitsingen kann? Aber sicher. Na los. Etwas älterer Titelmelodie, ja. Ja, Träume, Träume sind wie der Wind. Sie kommen, ehe die Nacht vergeht. Bevor Sie jetzt dran denken, um zu satteln auf einen neuen Beruf, wollen wir die Sif doch einmal fragen, sind Sie glücklich in Ihrem Beruf? Ja, sehr. Was finden Sie schön daran, was finden Sie weniger schön? Ja, das Schönste ist für vom Publikum auftreten, also als Entertainment. Singen, tanzen und machen komische Sachen und so weiter. Und weniger schön? Ja, das weiß ich nicht. Das fällt dir überhaupt nichts weniger Schönes an. Nee. Umso besser. Mhm. Dann freuen wir uns jetzt sehr, wenn Sie für uns singen. Und zwar ist es Adiolé. Seit wir zwei uns gefunden, Adiolé, kenn ich nur frohe Stunden, Adiolé. Ich hab den Himmel auf Erde, Adiolé. Schöner kann's nicht mehr werden. Die Welt für mich, die Welt für mich heißt.
Wenn wir heute von Rettungen und unbekannten Helfern sprechen, dann darf natürlich besonders in dieser Jahreszeit der Bergrettungsdienst nicht fehlen. Vertreten hier durch Herrn Karl Janzenberger. Und mit uns am Tisch sitzt Ed Hawkins und Herr Slatschek, der sich die weltberühmten Ed Hawkins-Singer heute gewünscht hat. Herr Janzenberger, Sie haben eine Ski- und Bergsteigerschule in Altaussee und Sie gehören zu den Leuten, die bei Nacht und Nebel raus müssen, wenn irgendwelche leichtsinnigen Leute sich in den Bergen verstiegen haben. Wieso kommt es eigentlich zu diesen vielen Unfällen in den Bergen immer wieder? Ja, zu diesen vielen Bergunfällen kommt es meistens noch durch Unerfahrung, Wettersturz, Orientierung und Müdigkeit, wenn die Leute zu schwach sind, die Tour nicht einschätzen können. Und weil Sie den Experten nicht glauben, sehr oft, nicht? Meistens ist es so, dass Sie dem, wenn man sie auch warnt, nicht glauben. Nicht? Wie schnell das alles geht. Wie schnell geht der Wettersturz. Okay. Haben Sie irgendein ganz besonders aufregendes Erlebnis bei einer Ihrer Bergungen gehabt? Ja, meine Bergungen weisen hin, meistens auf das Gesäuse. Da sind die meisten sehr steil, weil sie alle im Felsen sind, so wie der Wilde Kaiser. Ja. Und da sind Bärenschaden, Kopfnordwand, Dachl und Ötstein. Bei der Ötsteinbergung war es so, das war eine große Bergung, dadurch wir in Wettersturz gekommen sind und in einer Höhle bivakieren mussten. Aha, aber Sie haben die Leute rausgebracht. Ja, jetzt kann ich endlich mal bayerisch sprechen, ein bisschen bei Ihnen. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn diese Leute, oder wenn Sie die Leute noch suchen und die sind auf irgendeiner anderen Route, dann... Das ist eine Hinweisung, was die Leute immer wieder wiederholt machen, wenn sie auch gewarnt werden, dass sie sich nochmal überlegen, wenn sie abgehen und woanders absteigen. Eben, damit Sie nicht umsonst im Nebel da herumlaufen müssen. Man geht meistens den markierten Weg. Genau. Ja, und dann zurück zur Musik und zu Herrn Slatschek. Welche Art von Musik mögen Sie besonders gern? Ja, die Musik, die ich am besten dann gerne habe, ist die traditionellen Jazz. Traditioneller Jazz. Und Glenn Miller? Ja. Die Hawkins-Singers? Ja, natürlich. Ja. Und was haben Sie sonst noch für Hobbys? Dann habe ich eine Hobby vor 3,5 Jahren in England angefangen und habe mein eigenes Haus gebaut. Mit Ihren eigenen Händen? Ja. Das ist ja sehr bewusst. 3,5 Jahre gedauert. Mhm. Jetzt bin ich vor 14 Tagen vor Weihnachten eingezogen. Na, gratuliere ich. Danke. Ed Hawkins, you've come a long way. Sie sind einen weiten Weg gekommen, nicht nur von Kalifornien über London hierher, sondern auch was Ihre Karriere betrifft. I'm going to tell the history of your choir in a few words. Ed Hawkins hat seine Studenten, also seinen ganzen Chor, vor ein paar Jahren zusammengefunden, praktisch auf der Universität. Und sie haben das Land Nordkalifornien bei einem Wettbewerb, einem Festival der Jugend in Washington vertreten, dort den zweiten Preis gemacht. Aber wirklich berühmt und bekannt sind sie erst geworden durch den Hit Oh Happy Days. How does it feel to be world famous all of a sudden? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie auf einmal weltberühmt sind? Well, I don't feel any different, actually. I'm still the same person, basically. Er ist immer noch dieselbe Person, die er vorher war. Mr. Hawkins, manche Leute sagen, dass man Gospel-Songs, so wie Sie sie singen, besser in den Kirchen lassen soll und nicht kommerzialisieren sollte. What do you say about people saying that gospel songs should stay in the church and not be commercialized? Well, I very much disagree with those people that say gospel music should be held in the church. Because I think it should be heard on a much broader sense. I think everyone should have the opportunity to hear gospel. Man sollte sie auf einer breiteren Basis verbreiten, damit jedermann die Gelegenheit hört, hat, diese Gospel-Songs zu hören. Yes? Gospel music is a music nowadays. It's rather contemporary now, and or maybe you could call it mod gospel music, the type of music that we're doing, the Hawkins singers. Es ist also eine zeitgenössische Musik, besonders die Art von Gospel-Songs, die er singt mit seinem Chor. And I think it should be heard. Everyone should hear it and be able to appreciate it just as much as they do any other type of music. Und man sollte den Leuten die Chance geben, diese Art von neuer, moderner Musik zu hören und sie, wenn man sie mag, zu schätzen. Thank you very much and would you Thank be you. Kind enough to join your choir now over there? Thank you. Thank you very much. Herr Janzenberger, was für Musik mögen Sie? Ja, ich liebe beide, also moderne und Volksmusik. Und Sie freuen sich sicher jetzt auch auf Oh Happy Days mit den Ed Hawkins-Singers. Sogar sehr.
Jesus born. Was a happy day. He taught me how. He taught me how. Oh, oh yeah. I am good. Oh, yeah. I am good. And if we go. Oh, and if we go, I see. Day of my life when he came into my life today. So, das war meine Melodie. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie uns wieder schreiben und uns Ihre Wünsche mitteilen. Und damit guten Abend und auf Wiedersehen beim nächsten Mal bei Ihrer und meiner Melodie.